Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und zwar heute mal wieder aus gegebenem Anlass mit einer Umfrage. Das liegt daran, dass der gute Hugh von Brickset.com an diesem Tage, beziehungsweise am Donnerstag, je nachdem wann man das hier sieht, einen kleinen Beitrag geschrieben hat, in dem er sich wundert, dass zurzeit nach seiner Wahrnehmung die Vibrations etwas negativ sind, was Lego angeht und er sich das nicht so richtig erklären kann. Er hat das als Beispiel jetzt sich rausgenommen, das große Set mit dem T-Rex und dem Tor aus Jurassic Park. Und da meint er, dass doch vielen das ihm gefällt. Aber so viel Negatives, damit hätte er nicht gerechnet und wollte eine Diskussion anstoßen, woran das denn liegt. Und da hat er verschiedene Sachen aufgestellt, verschiedene Vermutungen auch schon angerissen, so ein bisschen Ironie auch am Ende noch. Und was folgte, war innerhalb von relativ kurzer Zeit, wenige Stunden, waren schon über 200 teilweise sehr lange und ausführliche Kommentare, die dann auf Brickset.com erschienen sind. Auch Stonewalls hat darauf verwiesen, aus gegebenem Anlass und. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze durchaus noch Kreise zieht. Jetzt habe ich mir überlegt, mache ich entweder mein eigenes Statement dazu oder, ja, was vielleicht viel spannender ist als so eine vereinzelte Meinung aus dem Netz, wie sieht's denn aus? Wie ist denn eure Meinung? Und wie sieht denn so das Stimmungsbild bei uns hier in Deutschland aus? Dabei habe ich natürlich schon öfter hier an dieser Stelle Umfragen gemacht und da dachte ich mir, kann ich es auch mal wieder machen. Ich habe sozusagen pro Video 5 Fragen immer frei mit 5 verschiedenen Möglichkeiten anzuworten. In einer der Ecken sieht man so ein I, da kann man draufdrücken und jetzt die Fragen beantworten oder man kann mir zuhören, wie ich die Fragen nochmal stelle. So, was ist los im Legoland? Wie sieht's denn so aus? Frage 1 geht sozusagen gleich ans abstrakt allgemeine, konkrete, nämlich es geht um das Image von Lego. Ist es wirklich so schlecht oder nicht? Deswegen würde mich interessieren, wie ist eure Meinung? Wie ist eure Haltung zu Lego, beziehungsweise wie seht ihr das Image von Lego? Und da passt am besten doch so was Typisches, was man ansonsten bei irgendwelchen Umfrageinstituten erwartet. Klingt dröge, aber das Ergebnis kann ja trotzdem spannend sein. Nämlich entweder Image absolut positiv, überwiegend positiv, neutral, überwiegend negativ oder absolut negativ. Zweite Frage, und ich habe so ein bisschen mich auch an den Kommentaren orientiert, die bei Brickset so in den Rückmeldungen drin waren, was so die Kritikpunkte vielleicht auch waren und wie da so die Haltung zu ist. Deswegen jetzt ein paar von diesen Punkten. Ein paar davon hatte ich auch schon vor Jahren mal hier schon mal gestellt, so gesehen vielleicht auch ganz interessant, dann mal zu vergleichen, wie sie es mit der Zeit verändert hat. Und eins der zentralen Fragen war Lego und der Preis. Eine immerwährende Diskussion, aber wie ist die Wahrnehmung da draußen? Ist alles zu teuer? Teils zu teuer, teils okay. Nur die Lizenzen sind zu teuer, ansonsten okay. Ist überwiegend eigentlich alles okay? Oder ja, ist es eigentlich egal? Ich habe mir jetzt mal den Punkt, es ist alles zu billig weggelassen. Das, kann man bei egal sonst ranklicken, wenn man tatsächlich der Meinung sein sollte. Ein zweiter Punkt, der immer wieder hochpoppt, sind Lego und die Aufkleber. Wie ist denn da die Haltung? Aber wie ist eure Wahrnehmung? Was haltet ihr von den Aufklebern? Statt drucken sind generell Aufkleber blöd. Sollen die generell weg? Oder sollen nur bei den teuren Sets die Aufkleber weg? Bei den anderen würde man es akzeptieren. Sind die Aufkleber okay für euch? Oder sind sogar Aufkleber besser, als wenn man sie Sachen bedruckt hätte? Ja, das ist euch egal. Das wären so hier die Möglichkeiten. Schließlich noch die Qualität von Lego. Und da geht es mir jetzt, um das ein bisschen einzugrenzen, um den Stein, also um die Ware, also nicht um die Verpackung und die Drucke und Anleitung, sondern wirklich das Haptische, was man dann zusammensteckt. Der Brick sozusagen, aber auch Minifiguren und, also alles, was irgendwie zum Set als solches in hart dazugehört. Meinetwegen auch in weich, wenn es denn mal ein Segel zum Beispiel ist oder ein Umhang. Also, wie ist diese Qualität einzuordnen? Lego hat absolut hohe Qualität. Qualität war früher besser, teils. Qualität nicht angemessen oder euch egal, keine Lust zu antworten. Und die letzte Frage, die bezieht sich auf das, was Hugh in seinem Beitrag selber geschrieben hat, nämlich, dass wir uns nach seiner Ansicht eigentlich gerade in den goldenen Jahren befinden, was so Lego für Erwachsene angeht. Also um die soll es jetzt nur gehen oder auch ältere Jugendliche gerne, also alles, was nicht Kinder ist. Und ist das sozusagen jetzt gerade die schönste Zeit, so in der Dekaden, wo es Lego gibt oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Und die erste Antwort wäre, jo,
wir befinden uns gerade in der besten Zeit. Und damit meine ich eigentlich so dieses Jahr, letztes, vorletztes, also so diesen Zeitraum jetzt, so um diese Zeit. Da ist eigentlich das, was für Erwachsene gerade, ja, ist die beste Zeit, die man als Erwachsener mit Lego gerade verbringen kann. Oder auch als Jugendlicher, älterer Jugendliche. Oder war davor irgendwo eine Periode besser? Das kann vor 5, 10, 15 Jahren, soweit man das vielleicht auch noch beurteilen kann. Also nicht jetzt die goldene Zeit, sondern die hatten wir vielleicht schon. Oder hat sich eigentlich wenig geändert? Oder ist es euch einfach schlichtweg egal? Das wären die Möglichkeiten. Bitte jetzt abstimmen. Die Leitungen sind freigeschaltet. Aufs i drücken, irgendwo dann die Stimme abgeben. Und ich bin auf das Ergebnis in den nächsten Tagen, das sich ja dann mehr und mehr aufbaut, sehr gespannt. Ja. Das war's. Und ansonsten kann man gerne natürlich auch in den Kommentaren sich auch an dieser Diskussion beteiligen, wenn man es nicht gerade bei Brickset.com vielleicht dann gemacht hat schon. Jo, viel Spaß, bis bald und schönes heißes Wochenende schon mal. Tschüss.